Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute dreht sich das Video um die Frage, ob es sich lohnt, einen zweiten Account zu machen, wo man nur SBCs macht, die sich lohnen, und darüber möchten wir heute ein bisschen reden. Wir werden ein paar SBCs abschließen und somit auch ein paar Packs ziehen und das wird heute auf jeden Fall in diesem Video passieren. Also, das ist mein neuer Account und bei dem habe ich mir 10.000 Münzen rüber transferiert, und zwar habe ich da einfach einen Bronzespieler genommen und den halt dann mit meinem normalen Hauptaccount abgekauft. Da ist auch nichts passiert, ich habe keine Verwarnung oder sonstiges bekommen. Und ihr seht, ich habe nur noch 1700 Coins. Das liegt daran, dass ich jetzt drei SBCs gebaut habe und die werden wir jetzt natürlich in dem Video jetzt auch abschließen. Bevor wir das machen, möchte ich euch aber noch kurz erklären, wie ihr am besten Coins transferiert. Und zwar ist es nicht intelligent, sich zum Beispiel mit Bronzespielern Coins von einem auf den anderen Account rüber zu transferieren, sondern es ist intelligent, mit Special Cards das Ganze zu machen. Am besten mit neuen Team of the Week Karten, denn dort sind die Price Ranges meistens am höchsten. Aber ich zeige euch jetzt einen anderen Spieler, mit dem das sehr, sehr gut geht. Und zwar ist das Payet. Der kostet im Moment so 30.000 Münzen, glaube ich. Wir schauen gleich mal nach. Also wir gehen darauf. Ja, machen wir mal 40.000. Also der kostet unter 40.000 Münzen. Ja, so circa 30.000 kostet der gute Mann. Hat aber eine Price Range von bis zu über 200.000 Münzen. Ja, genau da. 230.000 Münzen Sofortkaufpreis. Also mit dem könnt ihr das perfekt machen. Da ist eine Spanne von 200.000 Münzen dazwischen. Und da könnt ihr eure Coins natürlich dann perfekt rüber transferieren, wenn ihr euch diesen Spieler mit dem Account jetzt eben kauft, den dann eben für 220.000 oder so reinstellt und den dann mit eurem Hauptaccount kauft, dann habt ihr hier eben eure Coins bekommen. Natürlich 5% EA-Gebühren werden abgezogen, aber dagegen kann man leider nichts machen. Ja, lohnt es sich jetzt eben das Ganze zu machen? Lohnt es sich SBCs auf einem anderen Account zu machen und dann die Coins rüber zu transferieren? Und ich würde sagen, ja, ich denke schon, dass es sich lohnt, aber wir werden das Ganze jetzt heute mal live austesten. Es gibt natürlich hier bei den fortgeschrittenen SBCs ganz, ganz viele, die sich unfassbar lohnen. Da bekommt man dann 50.000 Set, ein 35k Set und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel ein 50k Set, allerdings braucht man für diese SBC Loyalität und dafür war ich jetzt einfach zu faul, sage ich mal. Ich wollte jetzt nicht diesen Glitch anwenden. Ihr müsst da ja einfach nur gegen das Team of the Week spielen und dann eure Internetverbindung trennen, dann wird euch auch keine Niederlage zugesprochen, was in dem Fall jetzt auch egal wäre, weil es ja eh nur ein SBC Account wäre. Das heißt, da wäre es egal, ob wir jetzt 10 Niederlagen mehr haben oder eben nicht. Das Ganze habe ich aber jetzt, wie gesagt, nicht gemacht. Ich habe drei SBCs abgeschlossen, und zwar einmal diese hier. Wie gesagt, ich hatte ca. 20.000 Münzen auf dem Account. Ich habe mir nämlich noch ein bisschen was ertradet gehabt. Und aus diesen 20.000 Münzen bekomme ich einmal ein Premium-Goldspieler-Set, also ein 25k-Set, dann noch ein 25k-Set und dann noch ein 45k-Pack, also sehr, sehr gute Packs eigentlich. Auf diesem Account kann man eben, wie gesagt, aber auch noch ein Mega-Set sich holen, ein 7,5er kann man da holen und da dann eben noch das 50k-Set, dann da noch ein 25k-Set, dann noch ein 35k-Set. Also ihr seht schon, da sind unfassbar geile Packs noch am Start, dann nochmal ein 45k-Set, nochmal ein 35k-Pack, ein 15k-Set und ein 7,5k-Pack. Also wenn ihr all diese SBCs abschließt, so günstig wie es halt möglich ist, einfach mit SBC-Lösungen, dann könnt ihr da auf jeden Fall Gewinn machen und da, ja, kann man, glaube ich, gar keinen Verlust draus ziehen. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt ein 35k-Pack für 5.000 Münzen macht, was soll da schon Großartiges passieren? Ihr könnt wahrscheinlich sogar das Pack für 5.000 Münzen abstoßen. Also da könnt ihr eigentlich keinen Verlust machen. Und deswegen würde ich euch an sich schon empfehlen, das Ganze zu machen, also einen SBC-Account zu machen, aber mit der großen Vorsicht, dass ihr nicht zu unvorsichtig seid beim Coins transferieren. Also beim Coins transferieren wirklich aufpassen, schauen, dass ihr keine Verwarnung bekommt, denn es ist sowieso so, dass man, glaube ich, eine Verwarnung bekommt, dann eine zweite Verwarnung, dann wird man erst gebannt. Also das passiert eh nicht von einem auf den anderen Moment und ja, da müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, denn das ist eigentlich das größte Problem an diesen SBC-Accounts, dass man da eben sehr leicht gebannt werden kann, wenn man das Ganze unvorsichtig macht. Also beim Transferieren immer Spieler nehmen, die eine hohe Price Range haben, und dann dürfte das Ganze auch passen. Und wir senden jetzt die SBCs ab. Vierbeiner SBC habe ich hier sehr, sehr günstig gelöst. Also das ist wirklich nicht teuer. Wir können mal durchgehen. Die Spieler kosten, da kostet keiner wirklich über 500 Münzen eigentlich. Der kostet 550, aber das ist verdammt günstig. Das senden wir ab und bekommen dafür eben ein 25k-Set. Dann senden wir das hier ab. Da bekommen wir sogar ein 45k-Set und diese SBC war auch nicht teuer. Ihr seht hier, die Spieler sind verdammt günstig. Also da kostet keiner über 1000 Münzen. Und das haben wir eben abgesendet jetzt.
und bekommen dafür ein 45K-Set. Und dann gehen wir auch noch rein zu den Liga Nationen Hybrid SBCs und da haben wir die erste einfach gemacht, bekommt man dann 25K-Set und auch da waren die Spieler nicht teuer, das Ganze war günstig abzuschließen und deswegen senden wir auch diese SBC ab und holen uns hier nochmal ein 25K-Pack ab. Kurz bevor wir jetzt die Packs öffnen, möchte ich euch einen kleinen Trading-Tipp zeigen, der mir gestern aufgefallen ist und zwar war dieser eine Spieler aus der SBC-Lösung sehr, sehr teuer und das war ein Gold-Non-Rare-Spieler und da dachte ich mir, hey, den kann man doch sicher günstiger bieten, ich zeige euch das mal, der kostet im Moment so 900 Münzen, okay, jetzt im Moment gibt es da teilweise günstigere, okay, ja, perfekt, I'll take that, das liegt daran, dass es gerade nicht Abend ist und ihr seht, okay, gut, die habe ich jetzt günstig bekommen, nehme ich mal so mit, die kann man nämlich easy für 900 Münzen verkaufen. Am Abend sind die, ich habe zweimal am Abend reingeschaut, sind die immer 900 Münzen wert gewesen und auch immer für 900 Münzen weggegangen. Und auf diese Karten könnt ihr einfach unfassbar gut bieten oder so wie ich untertags kaufen und am Abend dann verkaufen. Also am Abend sind die alle immer über 900 wert, also von dieser Karte, dieser Peruzzi, kostet da immer über 900 Münzen. Wenn wir hier reinschauen, dürfte es wahrscheinlich keine mehr geben, genauso ist es. Und da kann man halt easy erbieten. Für 500 Münzen müsst ihr hier einstellen und dann bietet ihr einfach auf die ganzen Karten drauf und dann macht ihr da super Gewinn. Also pro Karte 400 Münzen, das ist schon echt solide. Ich zeige euch hier mal, da habe ich nämlich auch noch ein paar erboten. Das Ganze geht auch mit dem Castro, der ist glaube ich 700 Münzen wert am Abend. Und ja, diese ganzen Spiele sind wie gesagt am Abend mehr wert als untertags. Ja, Peruzzi stellen wir dann eben auch rein für 900 Münzen und diese werden sich verkaufen, diese Karten. Ne? Und das war natürlich jetzt sehr, sehr unintelligent und zwar habe ich, ach du Kacke. Oh Mann, das ist echt dumm. Das ist richtig dumm gewesen. Ja, komm, scheiß drauf. Da will ich jetzt nicht lange rumtun. Wir wollen ja jetzt die Packs öffnen. Aber das war dumm. Das war richtig dumm. Ich zeige euch noch schnell meine Transferliste auf diesem Account. Da haben wir auch ein bisschen getradet, beziehungsweise ich habe offline getradet. Und zwar habe ich mir diese Spiele alle für 400 Münzen erboten aus der Premier League oder teilweise auch per Sofortkaufpreis geholt. Die haben sich alle überteuert verkauft. Genauso hier, das ist alles derselbe Trading-Tipp, alle für 400 erboten und dann eben verkauft. Und da ist eben der Peruzzi, der für 900 Münzen da weggegangen ist und so, ja, das sind eben Trading-Methoden, die ihr im Moment gut machen könnt. Wir löschen das alles mal raus und öffnen jetzt unsere Packs. Ich bin gespannt, also ein 25K-Pack, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach direkt, ohne lange zu schnacken und hoffen natürlich auf eine Leinwandkarte und es ist keine Leinwandkarte. Perfekt, wir ziehen in diesem Pack einen Spieler namens, oh, das ist Aurier. Das nehme ich mit, der ist nicht so schlecht, den kann man halbwegs gut verkaufen. Und da sehen wir auch schon, wenn wir das Pack abstoßen würden, würden wir 4444 Coins rauskriegen. Die SBC hat circa 5K gekostet und da bekommen wir unsere Coins easy raus. Also der Aurier geht für 1,5, dann Jesus geht auch für ein bisschen was wegen der Calcio A SBC geht auch für 1,5, dann Fernando, den braucht man auch bei der Super League SBC, dürfte aber nicht so viel wert sein, denke ich, ja, genau so ist es. Da, das sind einige Spieler, die auf jeden Fall für was gehen, Tauvin geht auch für was, glaube ich, ja, der kostet sogar 1600 Münzen circa, also auch verdammt gut und da, das ist mit allen Spielern so, die sind teilweise wirklich alle was wert und deswegen machen wir mit diesem Pack auf jeden Fall Gewinn und das können wir auf jeden Fall so mitnehmen. Gut, wir öffnen das zweite 25K-Pack und hoffen jetzt zumindest auf eine Leinwandkarte. Wenn man hier natürlich was hyper krasses sieht, dann hat man auch schon ausgesorgt. Ja, wir ziehen leider keine guten Karten, wir ziehen den Engländer ZM, mal schauen, wer das jetzt war. In diesem Pack, es ist der gute Wilshere gewesen, dann haben wir Davis noch drinnen, ja, und auch dieses Pack ist in Ordnung, man kann es mitnehmen, wir werden keinen Verlust machen mit diesem Pack, denn, ja, wie gesagt, wir haben die SBC für ca. 5000 Münzen gemacht, Wilshere, Tab, Hits, ja, Davis kann man gut verkaufen, Pjanic kann man auch gut verkaufen, Pjaka kann man gut verkaufen, nicht Pjanic, ja, das nehmen wir auch so mit, aus diesem Pack kann ich auch locker 8.000, 9.000 Münzen rausholen und dann gehen wir auch schon rein ins größte Pack des heutigen Videos und zwar ins 45K-Pack, 3, 2, 1, let's go, come on. Wenn wir in diesem Video kein Walkout ziehen oder einen Leinwandspieler, dann wäre das schon echt belastend. Perfekt. Danke, EA. Danke. Ich habe mich richtig gefreut auf diese Packs. Ich habe richtig, richtig Bock gehabt. Einfach zwei 25K-Pack und ein 45K-Pack zu öffnen. Das Ganze ist dann leider doch nach hinten losgegangen. Allerdings bekommen wir trotzdem natürlich ein paar Coins raus aus diesen Packs. Und ja, im Normalfall schlechter als diese Packs kann es für euch nicht laufen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, einen SBC-Account zu machen. Ist natürlich jetzt belastend, weil wir einfach nichts gezogen haben. Aber der Silberspieler da kostet auch 3000 Münzen. Der ist auch was wert, glaube ich, weil der in der Ligue 1 spielt. Kostet auch nochmal 2000 Münzen. Also ihr seht, wir bekommen locker die 20.000 Münzen, die wir investiert haben in diese drei SBCs, bekommen wir locker wieder raus.
Und das waren noch nicht mal die besten SBCs. Wie gesagt, die allerbesten SBCs, bei denen braucht ihr allerdings Loyalität. Das sind zum einen diese SBC mit dem 50k-Pack auf jeden Fall. Wir gehen da nochmal rein, Hybrid liegen. Da ist das 35k-Pack, das ist sehr, sehr lohnenswert. Die SBC kostet nicht über 10.000 Münzen. Und bei Hybrid-Nationen gibt es auch ein 45k-Pack. Und bei Liga-Nationen-Hybrid gibt es dann eben auch noch ein 50k-Set und ein 35k-Set. Also das sind eigentlich die SBCs, die sich noch mehr lohnen. Falls ich die auch in einem Video mal machen soll, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und damit war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, und wenn ihr das eben sehen wollt, dann werde ich auch noch die 3 35k-Packs, glaube ich, sind es, und das eine 50k-Pack machen. Ich werde ein bisschen traden, damit wir da genug Coins haben, und dann passt das Ganze auch. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao!